Wir sind hier bei der Klausbachbrücke, bei der Mündung zur Salzach in Hölzbeten, Glasenbach. Hier entsteht eine Radfahrbrücke und wir haben die Erdarbeiten durchgeführt. Wir haben bis jetzt die Rechnungen immer mit dem Schriftverkehr, mit der Post zugestellt und jetzt schicken wir es per E-Mail. Den Papierkram sparen wir uns jetzt. Bei diesem Projekt kann man sagen, dass sicher zwischen 50 und 100 Rechnungen während des Baus von den Unternehmen zu uns geschickt werden. Genau, dann kontrolliere ich die Belegnummer. Total richtig ausgelesen. Dann die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, aber das passt auch alles. Wir haben alles in unserem System drin. Wir können auf Knopfdruck unsere Rechnungen abrufen, wenn wir es brauchen. Wir brauchen nicht ewig lang in der Ablagerung und kramen. Es ist für uns alle eine neue Herausforderung, die mit dem System arbeiten, aber es ist sehr abwechslungsreich und ich glaube, dass wir das fürs Land Salzburg gut schaffen werden.